Hallo, mein Name ist Carsten Rau, ich bin der Regisseur von Atomkraft Forever. Wir haben insgesamt 5 Jahre lang daran gearbeitet, die Zuschauer an Orte der Nuklearindustrie zu bringen, in die man als Filmemacher normalerweise nicht so einfach einspaziert. Am Ende ist, glaube ich, ein Film entstanden, der deutlich macht, dass die Geschichte der Atomkraft mit dem deutschen Ausstieg noch lange nicht vorbei ist. Ganz im Gegenteil. Wir können uns dieses Jahr leider nicht in Braunschweig im Kino treffen. Aber dafür freuen wir uns sehr, online beim Internationalen Filmfestival mit dabei sein zu dürfen. Trotz der Pandemie sind auch in diesem Jahr viele gute Dokumentarfilme fertig geworden, von denen Sie hier rund 80 Stück sehen können. Mit dabei sein zu dürfen, ist für uns als Filmemacher unglaublich motivierend und ermutigend in dieser ziemlich durchgeknallten Zeit. Und hoffentlich sehen wir uns bald wieder im Kino. Je komplexer ein Filmthema wird, desto größer ist, glaube ich, die Versuchung, als weitere Erzählebene einen Kommentartext einzuziehen. Das funktioniert oft auch sehr gut, aber birgt auch das Risiko, eine Distanz zu schaffen zwischen Publikum auf der einen und den Menschen im Film auf der anderen Seite. Und ich wollte keine distanzierte Draufsicht auf das Thema machen, sondern ich wollte versuchen, innerhalb der Episoden den Film szenisch zu erzählen. Und das setzt voraus, dass man mal mit relativ viel Arbeit in der Recherche und der Drehvorbereitung sich nicht überlegt, was die Details des Films sind, die wichtig sind, um die Geschichte zu erzählen, sondern auch zu gucken, was sind die Drehorte, die dazu gehören und wie sehen die einzelnen Szenen in den Drehorten aus. Wenn man dann aber die Entscheidung getroffen hat, und sagen wir mal, die Szene umgrenzt hat, bietet das die Möglichkeit für die Protagonisten mit größtmöglichem Handlungsspielraum das zu tun, was sie sonst auch tun, das zu sagen, was sie zu sagen haben. Das hat, glaube ich, ganz gut funktioniert. Darüber hinaus haben wir ja im Dokumentarfilm auch das zusätzliche Handwerksmittel des Off-Tons, also jemanden nicht nur zuzusehen, wie er gerade redet, sondern das, was er sagt, zu benutzen für eigene Montagen von eigenen Bildern, die wir gedreht haben, um sagen wir, in die Innenwelt von Protagonisten zu führen, um Konflikte, Zustände, Hoffnungen, Verzweiflung, was auch immer zu beschreiben. Darüber hinaus bieten Off-Töne natürlich auch die Möglichkeit, bei komplexen Themen und bei Filmen, bei denen man auf den Kommentartext verzichtet, auch redundant zu sein. Also in einer Szene zum Beispiel, in der die Pressesprecherin des ehemaligen Kernkraftwerks Greifswald eine staunende japanische Besuchergruppe durch die sogenannte Freimessanlage führt und erklärt, das gesamte Kernkraftwerk, der gesamte Kontrollbereich des Kernkraftwerks, alles Material, Stahl, Eisen, Beton, Erde, Dämmmaterial, Kunststoffe, alles muss zerlegt, zurückgebaut, dekontaminiert, in kleine Kisten gepackt werden, damit es durch diese kleine Messanlage passt, durch diesen Messschrank, der den Inhalt der Kisten auf Radioaktivität kontrolliert. Und man hört das zum ersten Mal und denkt, hä, meint die das ernst? Und dann haben wir einen Off-Ton montiert mit den Bildern der Arbeit der Freimessanlage und sie sagt das gleich nochmal mit anderen Worten, dass 600.000 Tonnen Kraftwerk zerlegt, dekontaminiert und in kleine Kisten gepackt und gemessen werden muss. Und an dem Punkt ist klar, okay, das meint die tatsächlich ernst. Und so versteht man auch, warum der Rückbau von einem Kernkraftwerk so unglaublich lange dauert. Und ich finde, mit beiden Mitteln, dem szenischen Umriss mit den Protagonisten und dem Off-Ton, hat es ganz gut funktioniert, auf den Kommentartext zu verzichten. Wir produzieren an einem abendfüllenden Dokumentarfilm ja sehr viel länger als zum Beispiel an einer klassischen Fernsehdokumentation. Das heißt, in der Vorbereitung der Dreharbeiten und währenddessen verbringt man auch viel mehr Zeit mit den Protagonisten. Und deshalb bleibt es, glaube ich, auch nicht aus, dass hier und da auch bleibende persönliche Kontakte entstehen. Ich glaube, den intensivsten persönlichen Kontakt habe ich noch mit Jörg Meyer, dem Nuklearingenieur aus dem ehemaligen Kernkraftwerk Greifswald.
Wir haben, ich glaube, insgesamt 2 Wochen mit ihm zusammen im Kraftwerk gedreht. Und ich war sehr oft in der Vorbereitung der Dreharbeiten in Greifswald, um mit ihm und mit Kollegen von ihm zu sprechen und sich kennenzulernen und überhaupt die Entscheidung zu treffen, mit wem wir die Dreharbeiten machen wollen. Und ich weiß, dass die Dreharbeiten nicht nur für uns, sondern auch für ihn sehr intensiv waren und eben die Dreharbeiten im Kraftwerk und vor allem die langen Interviews nicht immer leicht gefallen sind. So ist es vielleicht auch mit zu erklären, dass wir noch so einen sehr regelmäßigen Kontakt haben, miteinander sprechen und schreiben über WhatsApp. Das hat zum Teil ganz schräge Konsequenzen, weil Jörg Meyer nicht nur Nuklearingenieur ist im Beruf, sondern in seiner Freizeit ein unglaublicher Modelleisenbahn-Enthusiast, was jetzt nicht unbedingt meine Welt ist. Aber Jörg Meyer schickt überall, wo unterwegs ist, dann Bilder von irgendwelchen besonderen Dieselloks und Gelenktriebwagen mit äußerst genauen Beschreibungen, was da zu sehen ist. So dass es auch nicht ausblieb, wohl oder übel, dass ich in den letzten 2 Jahren jetzt auch eine Menge gelernt habe über die wunderbare Welt der Eisenbahn. Ich glaube, so ist das eben manchmal, wenn man Dokumentarfilme macht. Mit Deutschland steigt eine der größten Industrienationen innerhalb relativ kurzer Zeit aus der Atomenergie aus. Außerdem war Deutschland der zweitgrößte Atomstaat der Europäischen Union mit insgesamt 17 Atomkraftwerken. Das heißt, der Rückbau, die Dekontaminierung dieser Kraftwerke und die Endlagerung des Atommülls stellt Deutschland vor immense und absurd große Aufgaben. Deren Lösung Jahrzehnte dauern wird. Und das gilt im Übrigen für jedes Atomkraftwerk auf der Welt. Auf der anderen Seite betreibt die Hälfte der EU-Mitgliedstaaten weiterhin Atomkraftwerke und einige dieser Staaten haben auch in Zukunft nicht vor, aus der Atomenergie auszusteigen. Das gilt explizit für die Nachbarn der Deutschen im Osten und im Westen, Tschechien und Frankreich. Frankreich erzeugt noch immer 75% seines verbrauchten Stroms mit Atomkraftwerken. Frankreich ist an allen europäischen Neubauten von Reaktoren beteiligt. Frankreich kooperiert im großen Stil mit einem gigantischen chinesischen Atomkonzern bei Entwicklung und Bau von neuen Atomkraftwerken. Die französische Atomindustrie verhöhnt den deutschen Atomausstieg und macht sich über die Energiewende und die Kosten, die damit verbunden sind, lustig. Das heißt, Frankreich auf der einen Seite und Deutschland auf der anderen Seite beschreiben die Gegenpole der europäischen Atompolitik, wenn man so will. Deshalb war das, stand das für mich außer Frage, nicht nur in Deutschland, sondern auch mit allen Mitteln zu versuchen, in Frankreich, in der französischen Atomindustrie zu drehen. Das war ein Grund auch, weshalb wir mit dem Nachwuchs der französischen Atomelite drehen wollten und das auch getan haben, nach langen Vorbereitungen, weil man, glaube ich, deren Position kennen muss, die mal, bei uns in den letzten Jahren in der Berichterstattung eigentlich kaum mehr vorkommen, um einschätzen zu können, wie die Atompolitik einiger EU-Mitgliedstaaten in den kommenden Jahren und Jahrzehnten aussehen wird. In der Atomindustrie schreit niemand Hurra, endlich, wenn ein Filmemacher vor der Tür steht. Und wenn die Leute begreifen, dass wir 1, 2 Wochen oder noch länger bleiben wollen für die Dreharbeiten, dann haben die meisten eh schon keine Lust mehr. Das liegt zum einen daran, dass Dreharbeiten in Atomkraftwerken und im Rückbau von Atomkraftwerken im sogenannten Kontrollbereich, wo es radioaktive Strahlung gibt, ziemlich aufwendig und kompliziert und langwierig sind. Das ist das eine. Das zweite ist, dass es natürlich in den Auseinandersetzungen um die Atomkraft in den vergangenen Jahrzehnten
viele Verletzungen auf beiden Seiten gegeben hat, sodass Atomkraftbefürworter in Deutschland eigentlich keine Lust mehr haben, mit Fremden zu reden, schon gar nicht mit Journalisten und Filmheinis. Also bevor wir in Gundremmingen in Bayern drehen konnten, wo das Atomkraftwerk direkt neben dem Dorf steht, bin ich zweimal für längere Zeit hingefahren, um zu überlegen, mit wem wir überhaupt drehen können und dann auch mir Zeit zu nehmen, das Projekt zu beschreiben und eine Beziehung zu herzustellen, die die Dreharbeiten überhaupt erst möglich macht. Dasselbe war in Greifswald, wo ich, ich glaube, insgesamt 6.500 Kilometer zwischen Hamburg und Greifswald hin und her gefahren bin, um Leute kennenzulernen, Vertrauen zu gewinnen, bevor wir mit den Dreharbeiten anfangen konnten. Und extrem war es in Frankreich. Das hat insgesamt 2 Jahre gedauert. Ich bin mit meiner Producerin aus Straßburg insgesamt dreimal nach Paris geflogen für Gespräche. Dann passierte monatelang gar nichts, bis es dann immer wieder weiterging. Bin zweimal ins Kernforschungszentrum nach Cadarache gereist. Es hat unglaublich viele Telefonate, Papiere, lange geschriebene Papiere und Besuche gekostet, bis wir so weit waren, dass wir die Drehgenehmigungen hatten, da über eine Woche lang im Kernforschungszentrum zu arbeiten. Ich habe überhaupt keinen Zweifel daran, dass die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Bundesgesellschaft für Endlagerung, bei denen wir gedreht haben, ernsthaft daran arbeiten, ein Endlager für unseren deutschen Atommüll zu finden. Trotzdem teile ich die Befürchtung der Verfahrenskritiker, dass am Ende politische Interessen mit darüber bestimmen werden, wo wir ein Endlager haben werden und nicht nur reine Wissenschaftlichkeit. Denn die Bundesgesellschaft für Endlagerung wählt ja verschiedene Standorte aus, auf wissenschaftlicher Basis, über die dann der Bundestag entscheiden muss. Und natürlich werden es dann politische Interessen sein, denn keiner will ein Atommüllendlager vor seiner Haustür haben. Und was für Blüten das treibt, das können wir jetzt schon in Bayern sehen. Im Bayerischen Koalitionsvertrag der Landesregierung steht drin, Bayern sei kein geeigneter Standort für ein Atommüllendlager. Das ist eine steile These und eine ziemliche Frechheit, wenn man sich überlegt, wie viele Atomkraftwerke in Bayern stehen und wie lange Bayern und die bayerische Industrie vom Atomstrom profitiert haben. Trotzdem glaube ich, dass es eine reelle Chance gibt, in einigen Jahren ein Endlager gefunden zu haben und dort auch an dem Standort auch ein Endlager zu bauen, weil einfach die Zeit nicht stehen geblieben ist. Wir haben einfach inzwischen eine andere Situation als zum Zeitpunkt der Proteste in Gorleben. In Gorleben haben sich die Menschen dann nicht nur gewehrt gegen einen willkürlich ausgewählten Standort für Atommüll, sondern in Gorleben sind die Menschen auf die Straße gegangen, um sich gegen die deutsche Atomindustrie und gegen den deutschen Atomstaat zur Wehr zu setzen. Die Schlacht ist geschlagen, die Atomkraftgegner haben sich durchgesetzt. Und deshalb glaube ich, dass zukünftige Proteste um einen neuen Endlagerstandort nicht dieselbe Wirkung entfalten werden, wie das in Gorleben der Fall war. Irgendein Ministerpräsident, irgendein Bundesland und irgendeine Gemeinde werden am Ende die Kröte schlucken müssen, Endlagerstandort zu werden. Denn dazu gibt es gar keine Alternative, dass deutscher Atommüll in Deutschland endgelagert werden muss. Wir haben den Dreck verursacht und wir müssen den Dreck auch wegräumen.